Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Bergleutebezirk, Genosse River. Wir haben einen Brief von einem gewissen Bruno Herz erhalten. Als wir ihn öffneten, stellten wir fest, dass er an Sie gerichtet war und von jemandem geschrieben wurde, der nicht gesund ist, nicht ganz gesund ist. Für alle Fälle haben wir beschlossen, diesen Brief weiterzuschicken, aber vielleicht hätte man einfach einen Krankenwagen für den Genossen Herz rufen sollen. Hochachtungsvoll, Jan Kippler, Vorsitzender des Komitees für Lebensunterhalt für die Stadt Eisen 1. Bergleutebezirk ist die Zustimmung nicht groß. Der Brief an das Oberhaupt der Stadt der Sünde, Genosse River. Das ist ungeheuerlich, das ist absolut unannehmbar. Ich bin ein ehrlicher Mensch, nicht irgendein lasterhafter oder verdorbener Typ. Ich will diese Frau nicht mehr hören. Sie interessiert mich überhaupt nicht. Verstehen Sie? Überhaupt nicht. Verdorben, lasterhaft, unersättlich. Warum spricht sie andauernd mit mir? Unternehmen Sie dringend etwas. Ich bin ein Kommunade. Die Behörden müssen mich und meinen Schlaf schützen. Schützen! Schützen! Bruno Herz. Okay, ich bin bei was? Der Arme ist gestört. Die Ärzte sollen ihn sich ansehen. Oder was? Ich würde gerne wissen, warum er sich so aufregt. Und du? Ich war auch erst bei was? Aber ich bin darüber gestolpert, dass das etwas ist aus dem Bergleutebezirk. Es wurde uns weitergeleitet von der Vorsitzenden des Komitees für Lebensunterhalt. Sie hätte das auch machen können. Und im Bergleutebezirk ist die Zustimmung zur Partei schlecht. Das sind zwei Ebenen, also es wurde uns weitergeleitet. Vielleicht sollten wir uns Jean Kippler mal kurz nochmal zu Gemüte führen, bevor wir hier etwas entscheiden. Finde ich gut. Die das weitergeleitet hat. Oh. Genosse River, Sie haben heute den ganzen Tag unermüdlich gearbeitet und es ist schon 5 am Abend. Ich habe Ihnen einen Tee gemacht. Danke, Helen. Oh, tut mir leid. Genossin Rosie. So ist es besser, Genosse River. Ich bin ehrlich gesagt ein wenig aufgeregt wegen dieser offiziellen Ansprache. Ich fühle mich etwas. Ja, es fällt mir auch schwer, mich daran zu gewöhnen. Ich habe vorher noch nie so eine seriöse Arbeitsstelle inne gehabt. In Altstadt habe ich die Jugendabteilung der Partei geleitet. Jetzt habe ich es plötzlich geschafft, an die Spitze eines Stadtkomitees zu gelangen. Ich arbeite übrigens auch nicht so lange hier. Erst die 4. Woche. Ich habe erst im Juni meinen Abschluss gemacht und jetzt bin ich hier. Es hat sich alles sehr interessant ergeben. Worüber hast du deine Abschlussarbeit geschrieben? Oh, sie sind beim Du. Es geht darum, dass bedeutende Ereignisse in der Union in der ausländischen Presse vermittelt werden. Oh, das ist ein interessantes Thema. Welche Ergebnisse genau? Verschärfung des Konflikts mit der verbannten koreanischen Regierung. Hast du in deiner Abschlussarbeit die Reaktionäre als Regierung im Exil bezeichnet? Hat die Kommission das übersehen? Naja, sie grummelten und ließen es durchgehen. Der Inhalt gefiel ihnen. Mit dir ist nicht alles so einfach, Helen. Seit meinem Abschluss sind schon 4 Jahre vergangen, doch erinnere ich mich daran, als wäre es gestern gewesen. Ich schrieb über Antikrisenmaßnahmen. Ja, jetzt verstehe ich, warum man sie nach Eisen 1 geschickt hat. Helen, mir ist gerade etwas eingefallen. Wegen Genosse River fühle ich mich nicht wohl. Dann Francis? Gut, das ist sicherlich besser. Francis, ich werde dich nicht von der Arbeit ablenken. Ja, Helen, vielen Dank für den Tee. Genau zum richtigen Moment. Ja, ich bin immer für Sie da. Huiuiuiui. Es klopft.
Schon wieder. Sie wollten nicht stören. Ich bin es schon wieder, Francis. Sie haben eine Mitteilung von der Partei, eine nicht ganz offizielle Mitteilung. Etwas Neues, ich bin ganz Ohr. Manchmal bekommt das Stadtkomitee Aufträge, die einfach nicht nach Anweisung auszuführen sind. Für solche Felder hat Lebowski seinen Diener und Sekretär namens André Brasilach bei sich. Das war nicht der angenehmste meiner Kollegen. Trotzdem kam er mit inoffiziellen Aufträgen gut klar. Es heißt, Brasilach, steht es da? Ja. Will in Rente, seinem Gönner hinterher. Trotzdem meine ich, dass man den Alten dazu bringen kann, noch zu warten. Seine Erfahrung kann noch gebraucht werden. Das klingt bösartig. Ja, Sie haben recht, das hört sich so an. Aber meistens will die Partei nichts wirklich Unangenehmes. Manchmal muss man Informationen sammeln, manchmal sie ganz im Gegenteil wieder weitergeben. Klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber offenbar muss ich nicht auswählen. Ich gebe mir Mühe, Ihnen zu helfen. Ich verstehe, wie das klingt, werde mir aber wirklich Mühe geben. Ich habe so einige Freunde und Bekannte. Sie werden in der Lage sein, die weniger schwierigen Aufgaben zu bewältigen, wenn ich Sie darum bitte. Zunächst würde es Ihnen helfen, damit zurechtzukommen, und bei Sie da vertraue ich sowieso nicht besonders. Und einmal wieder haben Sie mich erstaunt, Genossin Rosie. Entschuldigung, Helen. Vielen Dank. Das ist meine Arbeit, Francis. Ihnen zu helfen. Ich habe einige Dokumente vorbereitet. Wann hast du das nur geschafft? Die Beschwerde ist doch gerade erst angekommen. Ja, das ist wirklich vor ungefähr 3 Stunden gebracht worden. Ich wollte Sie einfach nicht schon wieder beim Arbeiten stören. Ich bin begeistert, wie vorausschauend du bist. Nichts Besonderes, aber es ist trotzdem schön zu hören. Okay, das finden wir hier auf der Karte. Wir wollten jetzt erst einmal kurz nach dieser Frau gucken. Ja. Die hier. Jean Kippler. Vorsitz des Stadtkomitees für Lebensunterhalt. Parteimitglied seit 1964, keine Vorstrafen. Unter ihrer Leitung wurde das städtische Komitee zum Bauwesen zum städtischen Komitee für Lebensunterhalt reformiert. Zuständigkeit und Finanzierung der Behörde wurden erweitert. Gut, also quasi eine stramme Genossin, vermute ich dann. Eventuell auch ein klein wenig verärgert, dass sie nicht Stadtvorsitzende geworden ist. Interpretiere ich da jetzt rein? Ich hätte das jetzt nicht rein interpretiert, aber das muss nichts heißen. Also sie hat halt einen Brief geschickt. Sie weiß, dass wir uns nicht auskennen. Sie wohnt in der Straße, die den Namen ihres Vaters trägt, sagt Edelhack gerade. Oh, okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich verstehe halt immer noch nicht, warum wir einen Krankenwagen für diesen Typen holen sollten. Also er redet über sie, oder? Dass er sie nicht mehr hören kann. Ich denke schon, ja. Ja gut, wollen wir uns mit ihr verscherzen oder nicht? Nee, ich glaube es nicht verscherzen. Ich würde jetzt mal das Wasser testen, aber ich würde tatsächlich was sagen. Auf das hier würde ich jetzt nicht 3000 ausgeben wollen und gucken, was mit ihr ist. Ja. Kann ich. Das finde ich total gut. Ich würde wirklich wissen, was sein Problem ist. Gern. Sie haben ehrlich versucht, den Inhalt der Briefe zu verstehen. Das ist Ihnen nicht gelungen. Sie sind nicht sicher, ob man auf derartige Briefe reagieren soll. Wem hat dieser unglückliche Mensch noch Briefe geschrieben? Okay, es ist nichts Schlimmes passiert. Wir behalten das weiter im Auge, was Bruno Herz tut. So, jetzt gucken wir uns das an, was von der Partei gekommen ist. Ziel des Auftrags. Oha. Müllwagen. Wir fanden heraus, dass auf den Straßen von Eisen 1 orange Müllwagen erschienen sind. Wir nehmen an, dass es nicht unnötig ist zu erklären, warum die blasphemische Assoziation der Revolutionsfarbe mit Abfall nicht toleriert werden kann. Die Müllwagen werden umgefärbt und der Verantwortliche wird entsprechend bestraft. Jonathan Fleck
Vorstehender der jeweiligen Abteilung des Komitees für Lebenssicherung, bestreitet jedoch vehement seine Schuld. Er behauptet, dass die Umlackierung ohne sein Wissen stattfand und es nicht bekannt ist, wer sie geführte. Der Vorsteher des vorher genannten Komitees, Genosse Kippler, unterstützt seine Mitarbeiter und lenkt die Aufmerksamkeit auf seine makellose Eigenschaften und fehlende Gründe für solch einen Akt. Deshalb wurde beschlossen, den Beginn der offiziellen Ermittlungen zu verzögern. Die Partei befiehlt ihnen, sich mit dem Zwischenfall zu beschäftigen, ohne dafür zu viel Zeit und Ressourcen in Anspruch zu nehmen. So einen Witz kann man nicht unbemerkt durchziehen. Wir müssen einfach die Zeugen befragen und alles wird klar sein. Das glaube ich nicht. Wir müssen die Wagen ordentlich untersuchen. Vielleicht finden sich irgendwelche Spuren. Wahrscheinlich werden die, die es getan haben, versuchen, das noch einmal hinzubekommen. Wir werden den Fuhrpark des Versorgungskomitees im Auge behalten. Okay, wir sollen nicht so viel Zeit und Ressourcen verwenden, war die Ansage, richtig? Ja. Dann wäre es momentan irgendwie die dritte Variante. Für mich. Weil dann kostet nicht so viel Geld und wir beschäftigen nicht so viele Leute damit. Ja, Spuren fände ich auch durchaus verlockend. Aber ich würde jetzt sagen, wir verzögern die Ermittlungen, um sie ein wenig in Sicherheit zu wiegen. Vielleicht werden sie... Also ich glaube, Spuren... Also ich würde tatsächlich... Ich tendiere auch zu 3. Und dann sollen wir auch noch einen Agenten schicken. Und wir haben 6 Auswahlmöglichkeiten. Meine Fresse. Gucken wir uns erstmal an, was wir hier haben. Oh Mann. Das ist der, von dem die Sekretärin erzählt hat. Ja. André Brasillach. 54 Jahre, mittelgroß, leidet unter leichtem Übergewicht, lispelt beim Sprechen. Jene Pensa wurde nach Eisen 1 nach der Universität eingeteilt. Geschieden. Hat nicht in der Volkswehr gedient, seit 1969 Parteimitglied, lernte während des Studiums den Genossen Lebowski kennen, nach dessen Ernennung nach Eisen 1 er formell den Posten des Sekretärs beim Stadtkomitee einnahm. Faktisch haben ab einem bestimmten Zeitpunkt andere Mitarbeiter einen bedeutenden Teil seiner dienstlichen Verpflichtungen erfüllt. Er erhielt keine Disziplinarstrafen im Archiv, wurden jedoch Beschwerden von Brasilas Kollegen mal über seinen unzugänglichen, mal über seinen aufdringlichen Charakter gefunden. Diesen Beschwerden wurde nicht nachgegangen, aber sie wurden von Lebowski aufbewahrt. Pfeifenraucher. Anmerkung: hat nicht den brennenden Wunsch, mit der neuen Verwaltung zusammenzuarbeiten, hat sich lustlos bereit erklärt zu helfen, hofft wahrscheinlich, etwas für sich herauszuholen. Okay. Dann Abayat Alsha, 32 Jahre, Ukbara, aber in Eisen 1 in der Familie zugezogener Fachleute geboren, wurde mit Diskriminierung aufgrund der Nationalität konfrontiert, hat sich deswegen mehr verschlossen, mittelgroß, kurze, dunkle Haare, gelockt, braune Augen, überdurchschnittliche körperliche Konstitution, verheiratet mit Victoria Alsha, geborene Tolbert, Verkäuferin in einem Kurzwarengeschäft. Kein Parteimitglied, hat in der Volkswehr gedient, schloss nach der Entlassung aus der Armee die Technische Fachhochschule ab, vom Beruf Klempner, arbeitet seitdem in diesem Beruf. Ruhiger Charakter, recht friedliebend. Es gibt übrigens Einträge über kleinere Auseinandersetzungen mit den Vorgesetzten. In Konfliktsituationen neigt Alsha zur Rigorosität und moralischer Unnachgiebigkeit. Interessiert sich für Militärgeschichte, liest eigenständig populärwissenschaftliche Bücher, Raucher, trinkt keinen Alkohol. Okay. Katharine Hirsch, 22 Jahre, Kenterin, geboren in Corvinton, mittelgroße feuerrote Haare, kleine weiße Narben über der Oberlippe, zieht dadurch nicht immer positive Aufmerksamkeit auf sich. Mitglied der I2-Zelle des OIF, Aktivistin, Studentin der Universität Altstadt, im Urlaubssemester studiert das Fach Geschichte, nicht verheiratet, ist für die Zeit des Urlaubssemesters zur Familie nach Eisen 1 gekommen, kommunikativ, zieht mit seltenen Ausnahmen leicht Menschen an, fährt
Alpinski, wissenschaftliches Interesse, Geschichte der alten Künstler, Küstenrepubliken. Okay. Bisher auch noch nicht so richtig. Erik Hoffmann, 25 Jahre, mittelgroß, blonde, mittellange Haare, Modelschnitt, Corvina, geboren in Eisen 1, kein Parteimitglied, verheiratet mit Adeline Hoffmann, geborene Suttermeister, Krankenschwester des städtischen Krankenhauses. Amateurgitarrist, hat zweimal am Liedermacher-Festival teilgenommen, schloss nach dem Dienst in der Volkswehr die Technische Fachhochschule als Schlosser ab, zeigt später aber kein Interesse mehr an diesem Beruf und nahm eine Stelle als Verkäufer in einem Eisenwarenladen an. Fröhlicher Charakter, ehrlich und offen, erzählt gerne Witze, mittelmäßig körperliche Verfassung durch eine in der Kindheit durchgemachte Krankheit. Raucher. Dann Albin Arro, 24, klein, von Wuchs, kurze helle Haare, gewöhnlicher Gesichtsausdruck, mürrisch. Kenterer, geboren in Coldon. Ledig, kein Parteimitglied, tragt nach dem Dienst in der Volkswehr ein Abendstudium in der Universität Altstadt an, war aber aufgrund der Krankheit der Mutter, die er gegenwärtig pflegt, gezwungen, das Studium abzubrechen. Macht eine Ausbildung zum Dreher im Klaus-Wolfram-Hüttenwerk. Schroffer, inkonzilianter Charakter. Mag keine Beschäftigungen, die zu viel Aufmerksamkeit erfordern. War einige Male am Straßenschlägereien beteiligt, was ihm einige Tage Arrest und einen Verweis bei der Arbeitsstelle einbrachte. Trinkt nicht häufig Alkohol, 2-3 Mal pro Monat, überdurchschnittlich physische Kondition, hält sich durch Klimmzüge und Liegestützen fit, raucht wenig. Und der letzte Agent, John Overton, Kenterer, geboren in Waterdrapp, mittelgroß, kurze dunkle Haare, braune Augen, keine besonderen Kennzeichen, Narben, Leberflecken. Hat die Verbindung mit der Familie, die in einer anderen Stadt wohnt, abgebrochen. Trat nach der Schule in das Fernmeldeinstitut der Kommune in Kenstfort ein, nach dessen Abschluss er dem Sekretariat des Stadtkomitees von 1&1 zugeteilt wurde, wo er für die technische Betreuung des Radiosenders zuständig war. Introvertiert, interessiert sich für Funktechnik, verbringt viel Zeit mit dem Zusammenbau diverser elektronischer Geräte, treibt keinen Sport und betätigt sich auch sonst nicht körperlich. Zuverlässiger und stressbeständiger junger Mann. Es wurden seltene Anfälle von Hysterie bemerkt, schlechte Angewohnheiten, raucht. Tja, von all denen für diese Geschichte mit, egal ob er nach Spuren sucht oder das zu überwachen, hätte ich Erik Hoffmann favorisiert. Ich hatte den letzten von eben im Blick. Den hier? Mhm. Irgendwie aufgrund der technischen Ausbildung. Gerade wenn wir ihn irgendwas überwachen lassen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hätte jetzt gesagt, sobald wir irgendetwas haben, was technische Überwachung bedarf, weil hier ist es so, gucken, ob jemand eindringt und nochmal Fahrzeuge umlackiert. Das ist ein... Man muss das nur im Auge behalten, hätte ich jetzt gesagt. Da muss man nicht irgendwas... viele technische Fertigkeiten haben. Weil der stach so raus, den werden wir wahrscheinlich noch brauchen für irgendwas anderes, was technischer ist, als zu gucken, ob jemand nochmal Autos umlackiert. Weißt du, was ich meine? Ja, total. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und bin überzeugt. Du hast mich überzeugt. Also ich wäre für ihn, weil er ist... einige Sachen stechen raus. Er ist mittelgroß, Modelschnitt, geboren in Eisen 1... ist verheiratet, Liedermacher, ist ganz normaler Typ. Arbeitet als Verkäufer, fröhlicher Charakter, ehrlich offen, erzählt gerne Witze. Das ist jemand, der was im Auge behalten kann und nicht auffällt, weil er sympathisch ist. Es trifft auf keinen der anderen zu. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das funktioniert. Also ich wähle ihn aus. Und welches nehmen wir jetzt? Sollen wir hier das überwachen oder nach den Spuren suchen? Da hatten wir noch keine Entscheidung. Ich könnte überwachen, weil wir die Ermittlungen so weit wie möglich führen sollen. Ja, wäre ich auch für.
Weil ich glaube, da kriegen wir mehr raus, als wenn wir nach Spuren suchen. Habe ich den ausgewählt? Okay, dann schicken wir jetzt den Agenten. Ich bin total gespannt. Okay, und damit ist das erledigt. Und damit ist unser Tag gelaufen. Wir haben nichts mehr. Das haben wir abgearbeitet. Wieder einen Arbeitstag geschafft. Ganz schön aufregend hier. Ja. Oh, minus 5. Zufriedenheit mit der Partei. Okay. Bergleutebezirk minus 2. Wolframbezirk plus 4. Okay, interessant. Was haben wir gemacht, dass der Bergleutebezirk uns jetzt nicht so gut findet? Weiß ich nicht. Wir haben nichts gemacht mit diesem Verrückten, der diese Briefe schreibt. Stimmt, vielleicht lag's daran. Ja. Okay. Tag abschließen. Ja. Und am 14. September klingelt erstmal direkt das Telefon. Genosse River, Oberst John Chester steht zu Ihrem Dienst. Ja, danke. Lass ihn bitte vorbei. Ach stimmt, das war unsere Verabredung. Ja. Für in 2 Tagen, ich erinnere mich. Oha. Es freut mich, Sie endlich zu sehen, Frank. Ich meine Genosse River. Guten Morgen, Genosse Oberst. Setzen Sie sich bitte. Eine Zigarette? Auch nur bei den Männern übrigens. Ja. Verbindlichsten Dank. Sie haben es hier gemütlich. Bei mir sieht es ein wenig anders aus. Keine Plakate, Handbücher oder Vorschriften. Ich dachte immer, dass es so nur in der Armee ist. Mein Mitleid. Sie verdienen hier das Mitleid. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, Sie wurden einem echten Schlangennest zugeteilt. Bis zum Rand gefüllt mit schleimigen, hinterlistigen, auch Vorteile hoffenden Proletariern. Ich fürchte, dass Sie ein bisschen zu weit gehen. Die Union wurde zum Wohle des Proletariats gegründet. Unser Land wurde gegründet, um alle glücklich zu machen. Doch in Eisen 1 wollen die Arbeiter glücklich sein als der Rest. Das heißt auch glücklicher als Sie und ich. Oberst, ich hoffe, dass die von Ihnen erwähnte Sache nicht in Philosophie zum Thema des gesellschaftlichen Aufbruchs endet. Ja, Sie führen einen strengen Haushalt. Natürlich erinnere ich mich daran. Ich hatte darauf auch angespielt. Das Problem liegt daran, dass die ordentlichen Arbeiter die ganze Decke zu sich ziehen und ihre Forderungen nach Krankenversicherung ignorieren die Bedürfnisse anderer Klassen unserer Gesellschaft. Kurz gesagt, sie berücksichtigen uns nicht. Die Miliz braucht die Unterstützung des Stadtkomitees. Wenn sie uns in dieser beklagenswerten Situation unter die Arme greifen, dann werden wir das ihnen im Gegenzug niemals vergessen. Okay, 2 Optionen. Interessant. Also diese Dynamik mit der Krankenversicherung, dass sie nur für die Arbeiter ist und die Miliz leer ausgeht, ist krass. Erste Option. Ich nehme an, dass ich Sie endlich richtig verstanden habe. Das, wofür Sie sprechen, grenzt beinahe schon an die Planung einer Gegenrevolution. Ich kann meine vollkommene Unterstützung des Stadtkomitees garantieren. Wählen Sie meine Nummer. Ich mache alles möglich, um für die Normalisierung der Situation in der Stadt zu sorgen. Oder ich fürchte, Genosse Oberst, dass ich Ihre dramatische Sicht der Dinge nicht teilen kann. Zumindest nicht bis dahin, bis ich mir nicht selbst ein Bild der Situation mache. Huh. Ja, dieses Gegenrevolutionsding fände ich halt auch ein bisschen krass gleich am zweiten Arbeitstag. Deswegen wäre ich eher bei der zweiten Option, weil sie uns die Möglichkeit lässt, selber ein Bild der Situation zu machen. Ich sehe jetzt auch noch nicht sofort die Notwendigkeit, dass ich die Miliz sofort brauche. Mhm. Aber es ist aber schon krass, alleine diesen Satz zu sagen. Mhm. Also alleine. Total. Also es geht hier nicht um Vertrauen und es geht auch nicht darum, dass man gute Entscheidungen für alle fällt, sondern ihr werdet eine Bevölkerungsgruppe und gegen die andere und wir müssen uns mit der Miliz verbünden, damit wir unseren Job nicht verlieren. Ja. Das ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Da stellen sich mir die Härchen auf.
Ja, also ich wäre auch bei der Option 2. Ich fürchte, Genosse Oberst, dass ich Ihre dramatische Sicht der Dinge nicht teilen kann. Zumindest nicht bis dahin, bis ich mir nicht selbst ein Bild der Situation mache. Weil bisher haben wir nur gehört, dass unser Vorgänger die Krankenversicherung für die Arbeiter eingeführt hat. Und jetzt höre ich zum ersten Mal, dass es halt nur für die Arbeiter ist und die Miliz das Kacke findet. Und er hat auch gesagt, er hat bei der Miliz nicht so wirklich viele Vorschriften. Das würde ich jetzt verstehen als fast schon eine Drohung. Weiß ich nicht, eher eine Eröffnung von Möglichkeiten. Ja, das stimmt auch. Ja, das stimmt allerdings auch, ja. Also noch hat er uns nicht gedroht. Das stimmt. Also ich tendiere zu 2. Ja, ich auch. Ich möchte mir auch selber ein Bild machen. Und bei Horsti ist zwischendurch das Internet gestorben. Ach, denken Sie, dass ich ein Lügner bin, Genosse Weber? Ich meinte, dass... Ich habe genau verstanden, was Sie meinten. Den Milizvorsteher darzustellen als ein Lügner. Einen Lügner. Sie werden Ihre Entscheidung noch bereuen. Oh oh. Ich finde schon, dass er uns gedroht hatte. Also jetzt. Aber ich bin trotzdem, ich bin trotzdem immer noch bei dir, diese zweite Option gewählt zu haben. Ja, also eigenartig. Also haben wir jetzt gerade gesagt, dass er lügt, oder hat er das jetzt gerade nur selber so hergeleitet? Hm. Ja, er hat das so verstanden. Wir haben ihm nicht sofort geglaubt, also... Ah, das ist ein Charakter, mit dem ich ungern zusammenarbeiten will. Ich bin immer noch froh, dass wir es gemacht haben. Aber ja. Die Musik ist krass, die dazu kommt. Ich muss bei mir den Ton ausmachen. Ja. Ja. Okay. Haben wir eine neue Zeitung? Oder wollen wir erst auf die Depeschen gucken? Ich würde erst auf die Depeschen gucken wollen. So, da haben wir wieder 4 Stück. Okay. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Guten Tag. Wie Sie wissen, haben Sie kürzlich politische Veränderungen in der Gemeinschaft entsprechende Gesetzesänderungen nach sich gezogen. Insbesondere entstand die Möglichkeit, ein privates Geschäft in den Gebieten des für vorrangige Entwicklung, das heißt auch in Eisen 1, zu führen. Auf diese Weise habe ich das Recht, einen Antrag auf Gründung eines eigenen Unternehmens zu stellen. Als ehemaliger Arbeiter in der Gastronomie beabsichtige ich, eine eigene Konditorei an der Anschrift Hendrik Strasser Straße 5 zu eröffnen. Alle notwendigen Unterlagen sind beigefügt. Ich hoffe auf eine positive Antwort. Mit freundschaftlichem Gruß, Genosse Alwin Baird. Oder Beard. Anmerkung des Sekretariats. Der Urgroßvater von Alwin Beard kämpfte im Bürgerkrieg auf Seite der reaktionären Kräfte. Wir empfehlen, Nachfahren von Schwarzgardisten keine wirtschaftlichen Freiheiten zu gewähren. Oh, hier gibt es ja viele Dinge, über die man reden kann. Also Punkt 1, da muss er einen Antrag stellen beim Stadtvorsteher, dass er überhaupt ein Geschäft aufmachen kann. Also bedeutet das kommunistisches System, Privatwirtschaft nicht oder nur eingeschränkt erlaubt. Und dann kommt noch der Teil mit dem Urgroßvater. Also wie lange lassen wir Sippenhaft laufen? Und Kuchen ist super. Also ich mag halt Kuchen. Ich bin auch... Er hatte mich bei Konditorei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß doch jetzt nichts Schlimmes. Also man könnte vielleicht noch anfangen, das anders zu argumentieren, wenn es um eine Zeitungsdruckerei ginge oder... Wobei, das ist auch... Aber eigentlich, ich sehe jetzt gerade nicht das revolutionäre Potenzial in der Konditorei. Nee, aber wahrscheinlich wirklich. Aber die Partei wird es trotzdem nicht gut finden. Und Sippenhaft ist ewig, sagt Edelhardt gerade noch. Das ist das Problem mit Sippenhaft. Ja.
Und wissen wir schon, in welchem Bezirk das entstehen soll? Nee, er hat nur die Anschrift gesagt und ich weiß nicht, wo das ist, Henrik-Strasser-Straße zu eröffnen. Also eine Konditorei finde ich stört nicht. Ja, ich würde es genehmigen. Ich will Kuchen. Ja. Ich will Kuchen. In Kürze wird Genosse Birth die Arbeit in seiner neuen Konditorei aufnehmen. Derzeit bearbeitet und registriert die Munizipalität den Antrag. Sie hoffen, dass Birth sich mit etwas Leckerem bei ihnen erkenntlich zeigt. Aha. Okay. Edelhard merkt auch gerade an, dass wir die Karte haben. Weißt du, ob in der Karte die Straßennamen auch drin standen? Oder waren da nur die Gebäude drin? Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar. Und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!